Hallo, Dienstagnachmittag, herzlich willkommen. Noch mehr heute mit Ihnen vor und mit Orhan. Orhan Tanceli ist bei uns. Und was wirst du uns heute aus eurer tollen türkischen Küche zeigen? Wir haben heute einen Klassiker, kleine Königsdisziplin, gefüllte Weinblätter. Oh. Diesmal die deftige Variante, die kann man mit Olivenöl machen, mit Reis, ein bisschen süßlicher. Und das ist die deftige Variante mit Hackfleisch. Sehr schön. Man muss viel rollen. Ich bin sehr gespannt. Ja, er wird mir das gleich zeigen. Er hat versprochen, dass man das wirklich schnell auf die Reihe kriegt. Schön, dass du da bist, Orhan. Und jetzt kümmern wir uns ums Shoppen. Jetzt holen wir uns den Sommer ins Haus. Da sind gefüllte Weinblätter. Und wir dürfen heute lernen, wie das funktioniert. Orhan Tanceli ist bei uns. Ja, danke schön. Er wird uns das wirklich in aller Kleinigkeit zeigen, wie es so geht. Es ist schwierig, oder? Nein. Das ist nicht schwierig. Ist das so wie Kohlrouladen? Es ist ähnlich wie Kohlrouladen, ist halt nur ein bisschen komprimierter. Ja. Aber ansonsten, ich finde das nicht so schwer, ehrlich gesagt. Viele sagen immer, die Männer können das eh nicht. Das machen bei uns immer nur die Frauen, in Anführungszeichen, weil das halt so sehr filigran ist. Okay. Aber als sie mich gesehen haben, dachten sie, boah. Der kann das, der ist aufgenommen im Weinblätterrollenclub. Woher gibt es die Weinblätter? Die Weinblätter gibt es wirklich halt an der Weinrebe. Ja. Also im Prinzip überall, wo Wein und Trauben wachsen, haben wir Weinblätter. Ja. Die habe ich natürlich aus dem Supermarkt gekauft. Die sind eingelegt in Salz. Salzwasser. Ne? Die sind eingelegt in Salzwasser, aber die kann man jetzt so noch nicht verarbeiten. Nee. Da müssen wir jetzt noch erst was. Die müssen wir erstmal reinigen von diesem Salz. Ja. Und dazu haben wir so zwei Prozesse. Einmal, dass wir das Ganze hier so ein paar Stück kann man sich hier rausnehmen. So ein Paket. Das ist ja schön komprimiert da, also ist alles klebt aneinander. Die habe ich so ein bisschen auseinandergezuppelt. Im türkischen Laden gibt es die? Oder im türkischen Laden, die gibt es im Feinkostladen auch. Mhm, aus Griechenland, aus der Türkei, unterschiedliche. Und das mache ich jetzt hier in so einem Wasser, spüle ich das einmal so kurz. Da sieht man schon die Farbe. Ja. Und lege das in ein weiteres. Und das könntest du ja dann so weitermachen. Ja. Und dann nehme ich heißes Wasser. Sag mal, ich habe gelesen, Sarma, sagt ihr? Sarma, genau. Ich kenne es unter Dolma. Dolma ist auch richtig. Ja. Man unterscheidet zwischen Sarma und Dolma. Sarma ist alles, was gewickelt ist. Also zum Beispiel die Kohlroulade ist auch ein Sarma. Aha. Dolma ist alles, was gefüllt ist. Also gefüllt wäre zum Beispiel eine Paprikaschote oder eine Tomate. Ja. Das wäre gefüllt, das wäre Dolma. Aber in der Umgangssprache sagt man zu allem eigentlich Dolma, weil das ja auch gefüllt ist auf eine Art und Weise. Und hier musst du aufpassen, ich fummel das jetzt hier so auseinander, das zerreißt doch schon. Genau, und das ist jetzt das Ding, also darum das Filigrane an der Stelle. Man muss gucken, dass das natürlich alles schön zusammenbleibt, dass man immer ein Blatt abzieht. Aber ich würde das erst machen im zweiten Schritt, noch Ach gar so, nicht hier. Erst mal so, wir machen das ja hier ins heiße Wasser rein. Mhm. Brauchst du noch mehr? Ja, ich habe ja schon vorbereitet, das sollte man eine Stunde vorher ziehen lassen. Das habe ich ja vorher gemacht, als ich hier ins Studio kam. Und hier sieht man schon das Fertige. Da holen wir uns jetzt auch ein paar raus. Du kannst die ja schon mal da reinlegen. Ja. Die gibt es in zwei Varianten. Einmal so diese süße Variante. Die fertigen, ja, also die gefüllten Weinblätter gibt es einmal. Diese deftige Variante ist mit Hackfleisch und Reis. Das ist die, die wir beide heute machen. Die wir jetzt machen, die isst man auch warm mit einem Joghurt zusammen. Und dann gibt es eine Variante, die macht man eher als kalte Vorspeise. Die ist gefüllt mit Reis, Pinienkernen, Korinthen und eventuell auch ein bisschen Zimt. Ich glaube, so kenne ich die. Ja. Also die kenne ich jetzt so noch gar nicht. Von daher bin ich da sehr gespannt drauf. Aber das Wickeln und so ist alles beides das Gleiche. Nur die Füllung unterscheidet sich. Ja, genau. Der Wickelprozess ist identisch. Hm. Ich mache hier noch ein Tellerchen drauf, damit das schön nach unten drückt. Das ist deine Lieblingsvariante, die wir jetzt heute machen, nehme ich an. Sonst hättest du die jetzt nicht vorgeschlagen. Ich mag beides, ehrlich gesagt. Gut. Ich mag ehrlich gesagt beides. Ja. Jetzt einfach der Mama-Trick. Also meine Mama hat das so gesagt und meine Schwiegermama auch. Die jetzt schön auseinander legen. So. Anni, vielleicht kommst du einmal mit der Kamera rum. Weil die haben ja auch unterschiedliche Größen. Guck mal, jetzt haben wir Guck mal, ich habe den Mama-Trick schon zerstört. Der Mama-Trick ist eigentlich nur Organisation. Also man legt einfach große und kleine Blätter so übereinander, dass man sie ein bisschen sortiert. Na, weil wir haben jetzt hier, links haben wir ein kleineres Blatt. Die rechts großen das größere. Zu den großen genau. Und die kleinen und zu den immer kleinen. Die Seite, wo die Adern sind, nach oben. Mhm. Weil die werden wir ja dann nach innen einwickeln und die glatte Seite, diese hier, wird dann außen sein. Damit es schön aussieht. Ja, genau. Ja. Und auch Stabilität. Und hier zum Beispiel, das ist hier so ein ganz kaputter. Den nehme ich jetzt, den rupfe ich jetzt hier einfach und lege mir den in den Topf. Ich habe jetzt nämlich vorher einen Topf gemacht. Aha. Da ist schon ein bisschen Butter drin, Knoblauch und Salcha, Paprikamark. Das riecht schon gut, ne? Da kommt ein Duft raus. Und das lege ich jetzt hier so auf den Boden. Und auch die Stiele, falls noch Stiele da dran sind, die lege ich hier auch auf den Boden. Weil später
regen wir das hier dann wie eine Schnecke obendrauf. Mhm. Und dann haben wir nämlich so einen schönen Boden und dann wird das dann schön langsam vor sich her köcheln. Du, wir haben ja im Moment Zuckerfest, ja, Fastenbrechen, der Ramadan, der Monat des Fastens ist vorbei. Genau. Da kommt das, also sind schon Hunderte von gerollt worden in den letzten Tagen, wahrscheinlich in Deutschland, in der Türkei noch viel mehr und anderswo auf der Welt auch. Es gehört immer mit dazu, zu einem türkischen Essen als Vorspeise. Also die gewickelten Weinblätter, die sind halt wunderschön, wenn man halt das gerne gesellig macht. Also das Gesellige ist ja nicht nur am Tisch, sondern auch in der Küche, dass man sich einfach zusammensetzt mit Freundinnen zusammen, mit den Nachbarn zusammen, mit der Familie zusammen und wickelt die Dinger, ne? Ja. Also und quatscht dabei ein bisschen. Und Wir haben dazu ein wunderschönes Bild, da kann man das nochmal sehr gut sehen. Viele, viele Hände braucht man im Prinzip, um wirklich viele, das haben wir gefunden. Super. Um wirklich viele Sarma oder Dolma herzustellen. Genau. Und hast du das auch mal in so einer Runde gelernt? Das waren wir dort. Das seid ihr. Das sind wir dort, ja. Wir waren da in Bodrum und haben das halt zusammen mit 3-4 Frauen zusammen gemacht. Da haben wir 4 Kilo gemacht. 4 Kilo? 4 Kilo. Also für wie viele Leute war das dann insgesamt? Das war für ein Restaurant und wir machen das jeden Tag. Ja, dass die flott sind, das kann ich mir sofort vorstellen. Ja, wir haben da eine da gehabt, die hieß auch Sarma Natösch. Also sozusagen die Sarma-Maschine. Ja. Die hat das mit einer Hand gemacht. Die hat das so in die Hand genommen und dann klack, klack und dann zack, zack und dann war das schon fertig. Ne? Und ich habe das versucht nachzumachen, ich habe es nicht ganz so gut hingekriegt. Den Ehrgeiz hattest du aber schon, dass du das irgendwie nochmal verändern wolltest? Ja, meine Hand ist zu groß dafür. Also sie hatte eine... Ich meine, das ist, glaube ich, die Frauenhand, die dann geschickter ist an der Stelle. Dieses Geschickte. Ne? Aber du siehst, die sind halt hier schön zusammengefaltet, die müssen wir schön auseinandernehmen, das ist wichtig. Ja. Und das hast du jetzt halt gekauft, also eingelegte Weinblätter im Feinkostladen, im türkischen Feinkostladen vielleicht auch. Kann man die auch selber anbauen? Gibt es da Möglichkeiten? Wenn du Trauben hast zu Hause, klar, hast du im Prinzip deine Weinblätter irgendwie am Balkon oder so. Ich habe das bei uns in Düsseldorf-Flingern, gibt es so einen Balkon, da sind auch so Weinreben am Balkon. Da sieht man die auch, dass die Leute das fleißig zupfeln. Wichtig dabei ist, dass man es vorher in Salzwasser einlegt. Das und heißt, wenn man es abgeerntet hat, Stiel raus, nehme ich an. Genau, den Stiel brichst du unten ab, siehst du ja auch hier. Sonst kannst du es ja gar nicht wickeln. Und dann eine Woche ziehen lassen im Salzwasser, dann wieder reinigen, genauso wie hier. Und dann schön füllen mit einer tollen Hackfleischfüllung. Zur Füllung kommen wir ja gleich noch. Und dann kommen wir auch zum Rollen, wie es funktioniert. Also Orhan bereitet schon mal ein bisschen was vor, wie das mit der Füllung funktioniert. Aber genau das mit dem Anbau der eigenen Gemüsesorten ist so eine Sache. Wenn man nämlich keinen eigenen Garten hat, dann ist es natürlich kritisch. In Köln gibt es dazu aber eine Idee von Biobauern, die verpachten ihre Ackerfläche für echte Glücksgefühle. Praktisch. Dann geht die Stärke so ein bisschen raus. Oh, Herr Tanschgül hat ja auch alles im Griff. Reis muss gewaschen werden? Genau. Warum? Tja, das machen wir Türken so. Nee, also das machen auch Japaner und Chinesen machen das auch. Wir reinigen das nochmal so, da sieht man doch diese milchige Brühe. Das kann man ruhig auch mehrmals machen. Manche spülen das einfach nur durch. Und das macht es ein bisschen fluffiger alles. Also, und man kann den Geschmack von der Butter, die man dazu tut, auch noch dann dazu kriegen. Das ist nämlich super. So, es gibt gefüllte Weinblätter. Wir holen heute den Sommer in unsere Küche und in unsere Wohnung. So. Orhan Tanschgül zeigt uns das nach einem alten Rezept. Mamas Rezept. Mamas Rezept eben, genau. Also machen wir sie nicht viel anders. So, und das rein damit. Was hast du denn jetzt alles hier drin? Erzähl doch erstmal. Genau, erstmal fange ich nochmal mit dem Reis an. Hier habe ich Langkornreis. Mhm. Das macht jeder, wie er will. Ich empfehle eher hier den Rundkornreis bei Dolma, beziehungsweise Sarma. Also auch bei Dolma empfehle ich den Rundkorn, weil die werden ein bisschen dicker. Ja. Ne? Die bleiben ja in der Form ein bisschen so. Die werden zwar so ein bisschen dicker, aber Rundkorn wird nochmal mehr dicker. Und das, fördert natürlich, wenn das dann später kocht, dass das sich so ein bisschen dehnt. Und dann halt die Weinblätter spannt nach außen. Ich hätte nie gedacht, dass der Reis da roh reinkommt. Ich habe echt immer gedacht, dass man den Der köchelt ja dann später. Ne? Also eine Stunde wird er dann hier köcheln. Also was wir hier drin haben, wir haben hier Hackfleisch drin, Rinderhack oder Rinderlamm gemischt. Mhm. Dann haben wir Salcha drin, das Paprikamark, das haben wir immer drin. Dann geriebene Tomate, geriebene Zwiebeln. Und das hast du richtig an so einer Reibe klein gemacht. Genau, ne? Einfach klein gemacht. Salz, Pfeffer und jetzt brauchen wir noch die zwei anderen Gewürzchen da. Was hast du da noch? Was hier das Geheimnis ist, was mir immer die Frauen in der Türkei auch erzählt haben, das nennt man Dolmalık Baharat, also Gewürze für die Dolmas. So steht das auch.
Ja? Ist Piment. Ach so, ich wollte gerade fragen, wo kriege ich es her? Wo kann ich es kaufen? Nee, ist Piment. Also es ist einfach nur Piment. Es, genau. Es ist keine extra Gewürzmischung. Nein, und nein. Und da haben wir dann Nana-Minze. Minze, ne? Minze, getrocknete Minze. Mhm. Die kommt noch alles? Rein. Ja, alles. Bringt eine schöne Frische rein. Kein Knoblauch, ne? Also wirst du wirklich Zwiebeln, Hackfleisch. Ja. Und nur ganz wenig Gewürze. Was für Hack hast du genommen? Lamm? Oder? Lamm und Rind gemischt. Ja. Aber das kannst du auch nur mit Rind machen, das geht natürlich ja. auch. Gut. So, und dann vermenge ich das hier schön. So, das ist relativ flüssig. Du kannst es ja schon mal bereit machen zum Wickeln. Ich ziehe mir jetzt auch mal diese Handschuhe an. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen sagen, dieses Wickeln ist eine hohe Kunst. Es, ja. es lernen schon kleine Kinder bei Mama auf den Schoß, wie das funktioniert. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also bei uns wird ja die Kochkunst wird ja von der, klassischerweise von der Mutter zur Tochter weitergegeben. Das ist aber bei uns auch so. Ja. Also was heißt bei uns? Ja. Ne? Insgesamt also in der deutschen Familie, Küche, in der türkischen Küche. Man sitzt Küche. Dann einfach in der Küche zusammen, also auch unsere Kinder, die drei, also meine kleine Tochter, die Dreijährige, ja. die schwirrte auch gerade hier rum. Die hat letztens Zigarrabörek gemacht, ne? Also diese Zigarrabörek, ja. Die Teigröllchen mit Schafskäse, mit Weißkäse gefüllt. Die hat die gemacht, ne? Und ich stand da so, wie hat sie das hingekriegt? Aber sie hat es hingekriegt. War ich ganz begeistert. Finde ich super. So, das ist schon fertig jetzt. Und jetzt nehmen wir uns nur einen kleinen Löffel. Ja. Das ist die Menge. Ich nehme mir jetzt auch mal ein paar. Jetzt müssen wir auch noch mal dazu sagen, die sind jetzt eine Stunde lang, konnten die in gekochtem Wasser ruhen. Wir haben die vorher gespült, dann in kochtem Wasser geruht. Und dann haben wir sie einzeln so ein bisschen sortiert, ne, sodass die Äderchen nach oben gucken und die glatte Seite nach unten. Und diese Stiele habe ich auch zum Teil abgezupft. Da sind nämlich manchmal nämlich auch so ein paar Stiele dabei. Ja. Die zupfe ich dann auch ab und lege die einfach auf den Boden hier. Gut, dazu kommen wir gleich. Genau, jetzt nehmen wir. Jetzt? Jetzt kommt das Wickeln. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich nehme nur so einen Löffel, mehr brauchen wir nicht. Dann hier am Stielansatz anlegen. Hier ist der Stielansatz. So. Das tun wir auch zur Seite. Dann so zur Seite. Ein bisschen drücken. Ja. Dann eine Seite zuklappen. Die andere Seite zuklappen. Dann so ein bisschen anziehen. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen spannend. Dann die linke Seite zuklappen und gucken, dass das hier einigermaßen parallel ist, beziehungsweise ein bisschen weniger wird. Oh, und diese ganze Schüssel machen wir, ich glaube... Ja, klar. Ja, die so. Andere Seite zuklappen. Und dann zu sich ziehen. So. Immer so nachfassen. Genau, immer so ein bisschen zu sich ziehen. Guck mal, ist doch schön geworden. Ja, das ist bei mir schön geworden. Ich guck auch mal. Komm, jetzt machen wir ein paar zusammen. Und ich lege die dann die hier... Seite mit den Äderchen, nach oben. Genau. Gut. Wir machen es parallel. Jetzt geht's hier los. Genau. Dann nimmst du dir ein Löffelchen. Da ist das Löffelchen. Ja. Gemischt hast du ja schon mit den ganzen Gewürzen. Genau. So, ich nehme mir auch ein Löffelchen. Da. Ich habe ja so ein paar kaputte Stellen. Genau, ein bisschen breiter machen. Dann linke Seite hoch. Linke Seite hoch. Das geht doch flupp, rechte flupp, Seite ne? hoch. Genau. Jetzt ein bisschen zu sich ziehen. So ein bisschen anziehen. Genau. Ja. Und dann wenn's die linke Seite einklappen, genau. Wie weit denn? So, dass sie parallel ist. Wie Briefpapier. Beziehungsweise noch ein bisschen das hier. Das quillt ja jetzt hier schon raus, Orhan. Nee, doch nicht. Das quillt schon nicht raus. Nee, und wenn es rausquillt, so, und jetzt ganz langsam das, rollen das Problem und zu dir ziehen. Rollen und... Das ist so, ja Hammer. Doch, das geht. Es guck mal, ist, dein erstes... Es ist so wunderbar lecker, deshalb kann man sich diese Mühe wahrscheinlich auch machen. Genau, da. Und immer ein bisschen anziehen zu dir. Ach so, das war schon falsch. Nee, das ist schon noch okay. Mal aber genau, nochmal und jetzt wieder zu dir ziehen, dann wird das nämlich ein bisschen strammer. Und wieso wickeln die sich nicht automatisch auf? Na, es gibt bestimmt so Wickelmaschinen. Nein. Ich meine, dass das jetzt nicht, dass das jetzt zueinander patcht, einfach weil das feucht ist. Genau, also das, ja gut, das ist jetzt durch die Feuchte, durch die Fülle, durch die Füllung. Und wir legen sie jetzt natürlich mit der Seite, die hier noch das letzte Stückchen ist, die legen wir nach unten. Das ist wichtig. Und ganz schön nah an das nächste Röllchen dran. Ne? Und jetzt müssen wir einmal hier überhaupt mal zeigen, wie du das in diese Pfanne hineinlegst. Das heißt, du schichtest das wie so ein Kuchen. Im Prinzip. Ich bin nicht so ein Kuchenbacker. Das möglichst viele... Wie so eine Schnecke, immer schön dicht beieinander. Weil wenn die auseinandergehen, die werden ja von innen aus ein bisschen wachsen durch den Reis, werden die so spannend. Und damit die dann nicht aufplatzen bzw. auseinanderfallen, müssen die schön dicht beieinander sein. Ja. Das ist ganz wichtig. Was passiert danach? Wenn wir das alles gefüllt haben, dann wieder eine Schicht drumherum. In der Mitte die können wir dann so
parallel nebeneinander legen. Und dann machen wir heißes Wasser da drauf. Also und dann ist so, kocht alles. Genau, so dass es gerade so bedeckt. Also nicht ganz bedeckt, sondern gerade so bedeckt. Und dann stellen wir es auf mittlere Hitze. Und dann ca. 45 Minuten, eine Stunde. Gut. Eine Stunde, genau. Und jetzt müssen wir zeigen, das hier ist... So sieht es dann aus. Und da ist was sehr Interessantes, wie ich finde. Du hast einen Teller draufgelegt. Warum das? Genau, weil ich ja gerade schon gesagt hatte, die müssen immer schön dicht beieinander sein. Und nach oben hatten wir jetzt kein Gewicht. Zur Seite können die ja nicht weg. Aber nach oben sollen die auch nicht weg. Das heißt, die würden sonst nach oben schwimmen. Genau. Mhm. Genau. Und der Trick ist jetzt hier mit so einem Holzlöffel einfach den Teller hier rausfischen. Soll ich dir irgendwie ein Tuch geben? So, das haben wir jetzt schon so gemacht. Ah, da kommt ein Duft raus. Da sind schon ein paar geklaut, jetzt sieht man das auch. Ne? Das sind die, die wir da vorne schon drapiert hatten. Ja. So, und dann sind die eigentlich fertig. Und dann kannst du die hier rausnehmen. Und dann können wir die schon servieren. Soll ich dir mal ein Tellerchen geben? Also eine Stunde ungefähr. Circa eine Stunde. Und wie lange dauert das, bis du die alle gerollt hast? Ich meine, ich habe jetzt super lahm das gemacht. Ich habe das heute Morgen mit meiner Frau zusammen gemacht. Wir haben parallel noch mit jemandem telefoniert. Dreiviertel Stunde hat das gedauert. Dreiviertel Stunde. Zu zweit. Klasse. Ich komme das nächste Mal rum. Dann machen wir das zusammen. Dann werde ich vielleicht auch ein bisschen schneller. Eine halbe Stunde fertig. Ja. Genau. Gut. So, ich würde dich bitten, dass du das einmal kurz so nebeneinander legst, dann können wir nämlich das zu dritt essen. Genau, der Marco ist jetzt schon da. So. Und dazu dann ein kleiner Klecks mit einfach frischem Joghurt. Wir nehmen ja diesen 10%igen Süßmeerjoghurt, weil das sehr schön deftig ist. Und den hast du jetzt gar nicht extra angerichtet, sondern der ist jetzt, das unterstreicht jetzt einfach. Behalt ihn mal in der Hand. Ich wollte sowieso noch ein Foto machen für unsere Internetseite. Ihr zwei und die Weinblätter. Willst du noch fertig? Das ist jetzt fertig so, ne? Ah, das finde ich gut. Achtung! Hast du? Ja, ich hoffe doch mal. Ich gucke gleich nochmal. Ja, super. Aber wir dürfen jetzt erstmal. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Echt? Mhm. Mögen wir, oder? Überraschungen. Überraschungen sind super. Heute ist ja Ramadanfest. Und zum Ramadan gibt es Süßes. Und ich habe für das ganze Team heute mal, also für als kleinen Dank natürlich auch für das ganze Team, heute Sütlü Kadayıf gemacht. Wow. Das ist Engelshaar in einem Milchsirup. Und den schneidet ihr später schön und dann serviert ihr. Ich serviere mal ein kleines Stückchen. Das Zuckerfest ist seit gestern, ne? Drei Tage lang gefeiert. Und gegessen. Ja. Das schneide ich euch mal ein Stückchen ab. Dann kann man ja, das auch langsam schon mal erstmal die Weinblätter. Ja, beides. erstmal herzhaft. Isst man die denn jetzt eigentlich schon mit Messer und Gabel? Ne? Ich wollte jetzt einfach so eins nehmen. Ja, sag wenn du die Pfoten nicht verbrennst, dann kannst du es ja, es so heißt jetzt. Sag den Namen jetzt noch mal von dieser süßen Köstlichkeit. Sütlü Kadayıf. Kadayıf sind die Engelshaare. Mhm. Das ist... So, ich fange schon mal an. Du fängst Mach damit schon mal einen an, hier warte hin. Mal. Und dann drei Löffel für uns. Was ist das mit Überraschungen, Marco? Warte mal, die müssen wir jetzt auch noch mal irgendwie da hinstellen am besten. Mhm. Genau, ich lege mal die Löffel hier hin. Und, wie ist es, Marco? Oh, super. Großartig. Komm, ich gebe dir deinen Teller dahin. Genau, und ich lege mal das hier auch vorne hin. Perfekt. Die Glocke. Zum Zuckerfest. Ganz toll. Hier bei daheim und unterwegs. Genau. Ich esse die manchmal einfach immer so. Ja, natürlich, klar. Hallo. Darfst du doch auch. Willst du ich finde die, weißt du, was ich perfekt finde? Die Schärfe, die ist genau richtig. So viel scharf ist ja nicht. Ja, aber es ist ein bisschen was da, aber das spürt man so erst im Nachgang. Kommt jetzt erst bei mir. Das kommt durch. Dafür haben wir auch den Joghurt da. Also Joghurt hast du immer am Tisch bei uns in der türkischen Küche. Joghurt ist zu allem da. Okay. Gut, lass mich einmal probieren. Und vielleicht das Engelshaar noch. Engel. Genau, komm, Marco. Ich habe schon die Weinblätter. Dann werde ich das Engelshaar noch mal probieren. Oh, Kadayıf. Sind die gut. Hm? Mm. Ha? Das lohnt sich aber total. Ist auch schrecklich, ne? Was mache ich damit jetzt? Verschlingen. Also das ist fürs gesamte Team heute, ne? Ja. Super. Dankeschön, Orhan. Dankeschön, Orhan. Rezept finden Sie natürlich auf daheimundunterwegs.de zum Nachmachen. Zumindest was die gefüllten Weinblätter angeht. Das andere zeigst du uns dann beim nächsten Mal, ne? Das Engelshaar.